So, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Ähnlich wie schon letzte Woche stehe ich wieder im selben Haus mit derselben Kopflampe und nehme wieder mit derselben Kamera die Ansage auf. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel und wie oft ich das angespoilert habe. Ich habe ja auch im letzten Titel geschrieben Geisterhaus und habe gesagt, ja, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich damit meine oder warum ich das Geisterhaus nenne, wartet das nächste Video ab. Ja, das ist jetzt das nächste Video. Wir werden jetzt hier in dem Haus mal wieder zum dritten Mal eine Geisterbeschwörung machen. Zum ersten Mal haben wir es ja in der verlassenen Psychiatrie gemacht, Alex und ich. Beim zweiten Mal haben wir es in einem Keller von einem Haus gemacht, wo der Vater irgendwie die ganze Familie umgebracht hat, im Keller. Da ist nichts passiert. Beim ersten Mal ist einfach gar nichts passiert. Und jetzt kommt das dritte Mal. Ich hatte ja gesagt, es gibt noch eine dritte Episode, wo ein Experte uns das zeigen wird. Diese Episode kommt auch noch. Das wird dann irgendwann mal die vierte und letzte Episode sein. Jetzt kommt allerdings erstmal eine dritte Episode mit ganz viel technischen Geräten, die wir in den letzten Episoden nicht hatten. Das ist jetzt der größte Unterschied in der Folge. Ich werde euch das jetzt auch alles schon mal zeigen. Wir haben dieses Mal auf jeden Fall ein richtiges Ouija-Board. Wir werden diesmal kein Licht anmachen, sondern nur vier Kerzen. Dann haben wir ein EVP-Gerät, um Sequenzen aufzunehmen, die man mit dem Ohr nicht hört. Wir haben ein EMF-Gerät, EMF für elektromagnetische Felder. Davon haben wir zwei. Ja, so eine Geisterbeschwörungsbillig-Variante und dann eine etwas teurere Variante. Das Ding hier hatten wir auch eben an und es hat die ganze Zeit schon übelst, ja, schon wieder. Total strange. Das zeigt die ganze Zeit magnetische Felder an. Da drüben in dem Raum war es noch schlimmer. Ich gehe noch mal kurz rüber. Da hat das sogar die ganze Zeit aufgeblinkt und gepiept und alles. Genau an der Stelle. Die Kamera ist aus. Von der Kamera kann es nicht kommen. Die war da auch vorhin nicht. Ich nehme die mal kurz mit. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Ich zeige euch mal noch den Rest. Von hier nehme ich natürlich mit der Blackmagic auf, mit einem 20mm Festwinkel mit 1,7er Blende. Der wird dann diesen View hier ungefähr haben. Wir haben außerdem, werden wir mit einem iPhone mit einem Wärmebildadapter aufnehmen. Dieses Ding hat über 300 Euro gekostet und macht richtig gute Wärmebildbilder. Das Video wird nebenbei laufen. Wir haben hier eine Nachtsichtkamera und wir haben dort drüben noch eine Nachtsichtkamera. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. Wir werden aus zwei Winkeln mit Nachtsichtkameras aufnehmen. Wir haben eine Wärmebildkamera, eine normale Kamera und drei technische Geräte mit diesem hier. Zum Aufnehmen von ja, Frequenzen oder Phänomenen, die wir mit unseren Sinnesorganen nicht wahrnehmen können. Ich bin extrem gespannt. Ich bin richtig, richtig gespannt, vor allen Dingen auf diese technischen Geräte, ob die plötzlich ausschlagen werden. Ich bin richtig gespannt, ob wir auf der Wärmebildkamera irgendwas sehen, irgendwas Kaltes, was um uns rumfliegt oder so, was ein Geist sein könnte. Ich bin richtig gespannt. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gut angekündigt, dadurch, dass dieses Gerät da drüben die ganze Zeit piept. Ich hatte das zu Hause an, da war die ganze Zeit null. Da waren drei Computer an in diesem Raum. 000. Jetzt sind wir hier in einem Lost Place, wo nichts in der Nähe ist. Und es zeigt die ganze Zeit magnetisches Feld von 16 an und da drüben piept es sogar. Das werde ich danach mal googeln. Ansonsten schreibt es mal in die Kommentare, was das sein könnte. So, ich mache das natürlich nicht alleine, sondern mit meiner üblichen Begleitung. Wir haben hier uns so ein paar Campingstühle geholt. Eigentlich auch noch einen Campingtisch. Den brauchen wir aber nicht, weil hier schon ein Tisch steht. Ja, und ich würde sagen, diese Kamera geht jetzt hier erstmal aus. Ihr werdet ab jetzt nur noch die Night Vision sehen und die Wärmebildkamera und halt die Blackmagic. Es wird immer ein bisschen hin und her switchen, ihr werdet es ja gleich sehen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin wirklich gespannt, ob dieses Mal irgendetwas passieren wird. So, wir starten jetzt. Ihr seht schon, das Ding schlägt die ganze Zeit aus. Das Ding daneben hat auch die ganze Zeit ausgeschlagen. Wir nehmen den Ton auf. Alle Kameras laufen von Wärmebild bis Night Vision. Und ich würde sagen, wir starten.
So, ich denke, ich muss das Selbstverständliche nicht nochmal sagen. Wir bewegen das nicht bewusst, ne? Boah, guck mal, wenn ich das berühre, wie das ausschlägt. Ach komm, als wenn der Verkäufer hier so ein Magnet oder so einen Scheiß reingemacht hätte, dass das extra ausschlägt, das Gerät. Aber auch nur so kurz, ne? Also Warte ich schon die ganze Zeit, dieses aber schon wieder. EMF-Gerät schlägt zwischendurch komplett komisch aus und hört dann einfach wieder auf. So, also ganz leicht berühren, ne? Und wir müssen jetzt erstmal uns be quasi begrüßen und sagen oder fragen, ob hier eine Präsenz ist oder irgendwie so war das, glaube ich. So, wir fangen einfach mal an. Hallo Geist. Wir sind hier in deinem Haus. Hörst du uns? Ist hier jemand? Wenn du hier bist, dann bewege bitte das komische Herzding auf dem Reacher-Brett. Haben nur Ausschläge am EMF-Gerät. Ziemlich starke zwischendurch. Was auf den anderen Kameras zu sehen ist, können wir leider nicht kontrollieren. Oh, mir fällt hier gleich der Arm ab. So. Das hat mal wieder wie immer nicht funktioniert. Ist hier ein Geist anwesend? Ist hier jemand anwesend? Sollen wir das Haus verlassen? Möchtest du nicht mit uns reden? Okay, über diesen Weg möchte er bisher nicht mit uns kommunizieren. Das EMF-Gerät hat zwischendurch sehr stark ausgeschlagen. Das EVP-Gerät müssen wir im Nachhinein auswerten, genauso wie die Sichten der Wärmebildkamera und Night Vision-Kamera. Wir haben diesmal hier kein Licht oder irgendwas an, was ja auch oft kritisiert wurde, dass es dann nicht funktioniert. Wir haben nur die Kerzen an. Ich weiß nicht, ob wir die Kerzen auch noch mal ausmachen sollten oder vielleicht zwei ausmachen, damit es dunkler wird. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, worauf jetzt so ein Geist achtet. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie jetzt ein Handbuch gibt. Das und das muss jetzt hier anders gemacht werden. Ich würde sagen, also es wurde oft kritisiert, wir haben zu wenig Geduld. Das heißt, wir versuchen es jetzt einfach weiter. Nicht leicht drücken. Mir fällt der Arm gleich ab. Ja, der Arm tut auch schwer, Rücken weh. So, leicht berühren. Leg am besten den Unterarm auf dem so ab. Ich frage mich halt auch, wie das überhaupt funktioniert. Wenn sich das verschiebt, warum müssen wir das eigentlich berühren, damit das sich verschiebt? Wenn der Geist das verschieben will, kann er das auch eigentlich auch verschieben, ohne dass wir das berühren, ne? Das verstehe ich immer nicht so. Also geht er jetzt quasi in unseren Arm rein und verschiebt das über unseren Arm, oder? Ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass man das nur Vielleicht berührt, damit wegen der irgendjemand. Verbindung oder so. Ich weiß es nicht. Also meines Erachtens berührt man das nur, damit es irgendjemand faken kann von den Leuten, die es berühren. Einen anderen Sinn sehe ich nicht. Wenn der Geist mit uns reden will, kann er das auch alleine verschieben. Egal, wir halten uns jetzt einfach mal an die Spielregeln. Ich starte einfach mal von vorne. Ist hier eine Präsenz anwesend? Wir grüßen dich. Mein Name ist Tobias. Und neben mir sitzt Julina. Wir sind hier in deinem Haus. Wir möchten mit dir kommunizieren. Bitte kommuniziere mit uns über das Spirit Board.
indem du das Ding, was wir gerade berühren, verschiebst. Bist du anwesend? Ist hier jemand anwesend? Vielleicht will er nur mit dir reden. Frag du mal. Das gleiche wie ich gerade. Ob jemand anwesend ist. Ist jemand anwesend? Ja, es schlägt immer nur ganz unregelmäßig aus. Das eskaliert ja zwischendurch komplett, ne? Auch nur das eine, das andere gar nicht mehr. Na, man sieht es. Siehst du die Zahl auf dem anderen? Das ist aus, ne? Das ist gar nicht mehr an, glaube ich. Ja, das ist wirklich aus. Das ist einfach rausgegangen mit der Zeit. Ja, das schlägt halt auch die ganze Zeit aus, nur halt in Zahlen. Es geht die ganze Zeit zwischen 0 bis 16. Ist hier jemand anwesend, außer uns beiden? Dann teile es uns bitte mit. Okay, wir versuchen es mal anders. Wenn du jetzt... Es darf halt nicht ausschlagen, wenn ich rede. Erst dann kann ich die Frage stellen. Geist... Bist du anwesend? Dann schlage bitte jetzt das EML-Gerät aus. Bitte schlage so weit aus, bis... EML? EMF. Das EMF-Gerät. Bitte schlag das EMF-Gerät aus. So weit, bis der rote Punkt leuchtet. Bist du da? Geist. Vielleicht sagt man auch gar nicht Geist. Bist du da? Bitte bestätige es noch einmal. Sollte das ein Ja sein? Oha. Okay, gut. Dann sagen wir mal, dann versuchen wir jetzt mal kurz, das bewegt sich einfach nicht und das wird sich auch niemals bewegen. Und tut mir leid, wenn ich so hart sage, bei jedem, bei dem sich das jemals bewegt hat, hat es verdammt nochmal gefaked. So, wir kommunizieren jetzt über dieses fucking Gerät, das ist das Einzige, was hier irgendwas macht. Ja, ist gut. Jetzt beruhig dich mal. So. Geist. Hast du mal in diesem Haus hier gewohnt? Ey, was heißt eigentlich ja und nein, ist die Frage. Wenn es nicht ausschlägt, heißt es nein. Wenn es ausschlägt, heißt es ja. Hast du mich verstanden? Ja heißt, bitte schlag dieses Gerät aus und nein heißt, mach nichts. Hast du mal in diesem Haus hier gewohnt? Okay, also nein. Ja. Nee, jetzt hat er, glaube ich, auch mein Nein geantwortet. Ja. Okay, gut. Bist du gerade hier in diesem Raum mit uns beiden? Das war für mich jetzt ein Ja. Das war so ein... Es war gelb. Es hat ausgeschlagen. Also ja, okay, du bist hier in diesem Raum. War so ein eventuell. Siehst du... dieses weiße Hemd dort von der Decke hängen, was neben uns ist. Kannst du bestätigen, dass hier ein weißes Hemd von der Decke hängt? Ja, ein Jahr reicht. Muss ja nicht jedes Mal ausrasten. Und es hört auf, ne? Oh Gott.
Ja, gut. Also mehr will ich dich eigentlich gar nicht fragen. Okay, gut. Was ge Wie geht's? Wie Ja, geht's? Wie geht's denn so? ich kann ja nicht mit Ja, Nein beantworten. Geht, okay. Geht's dir gut? Nein. Geht es dir schlecht? Geht es dir weder gut noch schlecht? Nerve ich dich? Möchtest du überhaupt mit uns reden? Möchtest du mit uns reden? Nerven wir dich? Frag du ihn auch mal irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was ich fragen soll. Kann auch nicht sein. Ist total unangenehm. Ich fühle mich Ja. gerade, als wenn ich mit so einer fremden Person im Raum bin und so Smalltalks führen muss. Mir fallen keine Fragen mehr ein. Kanntest du die Person, die hier in dem Haus gewohnt hat? Ja. Krass, dass manchmal so direkt Antworten kommen. Da Ja. denkt man fast wirklich, es ist kein Zufall mehr. Ja. Ja, Message kam an. Mochtest du die Person, die hier in dem Haus gewohnt hat? Er hat nicht ausgeschlagen, ne? Ich habe gerade Nee. zur Wärmebildkamera geguckt. Mochtest du die Person nicht, die hier in dem Haus gewohnt hat? Okay, du mochtest sie nicht. Dann frage ich mich jetzt natürlich, was du hier in diesem Haus zu suchen hast. Ist die Person, die hier in diesem Haus gewohnt hat, auch ein Geist? Lebt diese Person noch, die hier in dem Haus gewohnt hat? Ja, was ist er denn dann? Was gibt's denn außer Geist und lebend? Ist er. Vielleicht hat er auch keine Antwort darauf. Ach, oder du weißt es nicht. Weißt du nicht, was mit dieser Person in diesem Haus hier passiert ist? Du weißt es. Vielleicht ist er auch gerade beschäftigt. Weißt du, was mit dieser Person passiert ist, die in diesem Haus gewohnt hat früher? Ich glaube, wir haben die Connection verloren. Ich bin ja richtig gespannt, dieses Gerät hier auszuwerten. Wenn da wirklich jemand antwortet mit so einer ganz rauen, dunklen Stimme Ja. oder so, boah, wie geil das wäre, ey. Ja, Bist du noch da? Geist, bist du noch da? Ist jetzt aber auch auffällig, dass es gar nicht mehr ausschlägt, ne? Seit fast ein, zwei Minuten. Ist ja schon wieder aus. Ist schon wieder aus. Pisser, ey. Wo geht er denn mal aus? Weiß ich auch nicht. Boah, fuck, ich muss niesen, glaube ich. Ah! Ui, ich glaube, jetzt habe ich alle geweckt. Er schläft hier aber auch überhaupt nicht mehr aus. Das ist schon ein bisschen. Geist. Mir wird langsam kalt. Wenn du jetzt nicht mehr mit uns redest, werden wir diese Sitzung bald beenden. Oh, hallo. Zum ersten Mal ist er ausgeschlagen. Boah, jetzt haben wir gerade Gänsehaut bekommen, ey. Das Gerät ist richtig schlimm, weil das piept. Und dieses Piepen, das fickt richtig den Kopf, wenn das plötzlich aus dem Nichts kommt.
Möchtest du, dass wir die Sitzung abbrechen? Warum? Warum will er denn... Möchtest du deine Ruhe haben? Möchtest du quasi schlafen gehen oder willst du deine Ruhe? Oh. Ja. Oh mein Gott, hör auf zu piepen, das ist gruselig, Alter. Das ist mir dieses Blinken da drüben lieber als das Piepen, ey. Ja, gut. Ja, keine Sorge, also wir gehen sowieso gleich. Hast du eine Möglichkeit, uns... Hast du eine... Ich hab doch noch gar nichts gefunden. Ich glaube, wir sollen gehen. Hast du eine Möglichkeit, uns hier zu verscheuchen? Kannst du quasi uns wehtun? Kannst du uns verletzen, damit wir abhauen? Hast du diese Möglichkeit? Nee, war mir klar. Gut, also er möchte, dass wir gehen. Er hat aber auch keine Möglichkeit, uns zu verscheuchen. Kannst du deine Anwesenheit theoretisch anders beweisen, als durch dieses elektromagnetische Feld, was du hier erzeugst? Kannst du beispielsweise da hinten dieses Brett aufheben? Kannst du da hinten theoretisch dieses Brett bewegen? Kannst du irgendetwas hier in diesem Raum bewegen, um uns zu beweisen, dass du da bist? Jetzt beispielsweise dieses Brett da hinten. Kannst du dieses Brett hochheben und gegen die Wand schmeißen? Ich schwöre, wenn dieses Brett sich nur einen Millimeter da bewegt, bin ich hier raus aus diesem... Bin ich raus aus diesem Haus. Guck mal nach den Kerzen. Ja, was ist das denn genau? Was denn genau? Dass sie die ausmacht. Ah ja. Okay. Er oder sie. Ja, hallo. Kannst du die Kerzen ausmachen? Schaffst du es, die Kerzen auszupusten? Schaffst du es, die Kerzen auf irgendeine Art und Weise auszumachen? Wenn du es schaffst, diese Kerzen oder eine dieser Kerzen auszumachen, dann werden wir das Haus verlassen. So, wir haben hier gerade ein Tier gehört wahrscheinlich. Also man hat leise irgendein Rascheln gehört in einem anderen Raum oder vor dem Haus oder so. Ich denke mal, wir werden die Sitzung jetzt hier gleich beenden, weil es passiert ja auch sonst nichts. Wir können jetzt hier gleich nochmal das Ouija-Board testen, aber in meines Erachtens, sorry, wenn ich das so hart sagen muss, aber dieses Ouija-Board ist einfach der größte Scheiß ever. Also das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und jetzt kommen wieder 1 Million Kommentare, warum und bla. Na, Leute, hört auf. Kommt, Ouija-Board kann man abhaken. Jeder, bei dem dieses Ouija-Board sich irgendwie bewegt hat, hat es inszeniert, meines Erachtens. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich das auf irgendeine Art und Weise bewegt. Wir werden es aber gleich nochmal testen, kurz. Ja, diese Geräusche waren jetzt da ein bisschen irritierend. Meines Erachtens war es nur irgendein Tier. Aber wir wissen es nicht mit Sicherheit. Deswegen werden wir jetzt das Video langsam zu Ende ausklingen lassen. So, komm. Wir geben dem Reacher-Board noch einmal ein. Oder ich gebe ihm erstmal alleine eine Chance, danach gibst du ihm alleine eine Chance.
Bist du anwesend? Ist hier jemand anwesend? Ich grüße dich. Wenn du anwesend bist, dann zeig es nun uns über das Board. Hallo. Hallo. Jetzt hält die Wärmebildkamera plötzlich ewig gefühlt. Jetzt hält die plötzlich ewig gefühlt, ne? So, ich versuch's jetzt noch einmal ohne Kerzen, dass wir nichts sehen. Doch. Nein. Ich versuch's dann jetzt noch einmal ohne Kerzen. Da seht ihr jetzt eh nicht, das ist eh gleich. Ich kann mal den kurz ausmachen. Akku ist ein bisschen viel leer. Ja, hört man jetzt überhaupt irgendeinen Ton? Ich glaube, die Nachtsichtkameras müssten Ton aufnehmen on board. Oder das iPhone. Irgendwas Ton auf? Hier, du nimmst Ton auf. Ich werde jetzt die Kerzen ausmachen und es einmal in kompletter Dunkelheit versuchen. Bist du anwesend? Ist hier jemand anwesend außer uns? In diesem Haus? Ist hier jemand anwesend? Dann bewege jetzt etwas auf diesem Brett. Okay, gut. Du möchtest nicht mit uns über dieses Reacher-Board kommunizieren. Ich mache jetzt mal wieder die Kerzen an. Schön gruselig ohne Kerzen. Langsam fühle ich mich fast wie zu Hause hier. Ja, lange eine Time Machine, muss ich sagen. Ich fühle mich gar nicht mehr so, als wenn ich an einem fremden Ort bin. Man vergisst so schnell, wo man hier eigentlich ist. So, ich versuche es jetzt noch einmal auf die harte Tour. Ist hier jemand anwesend? Ich habe langsam keine Geduld mehr und werde sauer. Ist hier irgendeine Präsenz anwesend außer uns in diesem Haus? Dann fordere ich dich jetzt auf, dieses Haus zu verlassen. Das ist mein Haus. Bist du zu feige, mit uns zu kommunizieren? Traust du dich nicht? Hast du zu viel Angst, um mit uns zu reden? Bist du ein Feigling?
wette, du warst doch schon ein Feigling, als du noch gelebt hast. Als Lebender ein Feigling und als Geist. Gut, wenn du zu viel Angst hast, um mit uns zu reden, dann müssen wir jetzt die Sitzung leider abbrechen. Gut. Sieht man mich? Ja. Ja, Leute. Oh Gott. So, wir werden jetzt die Sitzung abbrechen. Ja, komm, wir schließen das Portal noch. Machen wir auch kurz deine Hand damit drauf. Gut, wir werden jetzt gehen und möchten die Sitzung beenden. Auf Wiedersehen, Geist. Komm, wir schieben das Ding mal auf Goodbye. Goodbye. So, Portal geschlossen. Ja, Leute, ich sag mal so, was soll ich sagen? Ich bin gespannt, alle Geräte auszuwerten. Das EMF-Gerät hat natürlich extrem ausgeschlagen. Ich bin gespannt, was das Tongerät aufgenommen hat, ob wir irgendwelche Frequenzen vielleicht mit dem Ohr gar nicht gehört haben. Ich bin sehr auf die Wärmebildkamera gespannt, ob hier irgendwas Dunkles um uns herum geflogen ist währenddessen. Die Night Vision-Kameras natürlich auch, werden wahrscheinlich auch irgendwas hinter uns gefilmt haben, was wir auch gar nicht sehen konnten. Ich bin sehr gespannt. Wir konnten mit unseren Sinnesorganen leider nichts wahrnehmen. Mal wieder. Es funktioniert einfach nicht. Das mit dem Reacher Board hat auch noch nie funktioniert und das wird auch nie funktionieren. Ich weiß jetzt schon, dass 1000 Kommentare kommen werden, warum es nicht funktioniert. Und ich sage euch jetzt, egal was ihr schreibt, es funktioniert einfach nicht, weil es nicht geht. Das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Es wird niemals funktionieren, egal mit wem ich das mache. Wenn es funktioniert, bewegt diese Person es bewusst. Dass diese böse Theorie, diese absolute Theorie, stelle ich jetzt hier einfach mal auf. Ich werde natürlich nochmal einen vierten und letzten Part über diese Geisterbeschwörung drehen, mit einem Geisterexperten, bei dem es schon mal funktioniert hat. Der soll mir das dann beweisen. Da, ja, läuft natürlich das ein Auswahlverfahren logischerweise, weil ich da natürlich nicht einfach irgendjemanden für sowas mitnehme, weil das ja auch etwas ja relativ Krankes, Gefährliches ist. Keine Lust damit, mit irgendjemanden hier zu sein, der dann da total abdreht oder so. Das geht natürlich nicht. Das muss schon jemand sein, der trotzdem immer noch gesund ist im Kopf. Ja, ansonsten hat es eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Das EMF-Gerät war cool, es hat ja im Prinzip mit uns kommuniziert. Wir haben mehr oder weniger ein Gespräch damit geführt, das war eigentlich echt spannend. Vor allen Dingen, als das andere dann immer gepiept hat, das war echt gruselig, habe ich Gänsehaut sogar bekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist natürlich ein sehr polarisierendes Thema. Viele schwören darauf und hassen mich jetzt, weil ich sage, es geht nicht. Andere halten es sowieso für Quatsch. Und machen sich jetzt lächerlich darüber, dass ich es überhaupt versucht habe. Und dann gibt es wiederum andere, die halt einfach unterhalten werden wollen, die es ganz cool finden. Deswegen weiß ich schon, in welche Richtung das ungefähr abdriftet. Ich werde jetzt mit euch nochmal ganz kurz in den Raum rübergehen, mit dem anderen geht und euch zeigen, wie wild das plötzlich da drüben ausschlägt, weil das ist einfach richtig cool. Dann werden wir alles abbauen, nach Hause fahren, alle Aufnahmen und Gerätschaften auswerten und dann wird das Video wahrscheinlich, ja, am Sonntag werdet ihr das um 18 Uhr sehen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Jetzt will es nicht mehr. Das hat doch hier die ganze Zeit wie dumm rumgepiept. Nö.
gerade schon wieder rum, als ich die Aufnahme beendet habe. Oh, jetzt geht's ab. Ja. Mach mal aus.